Gold has your hands. Save our souls. Forgive us. Monde, unissons-nous et luttons contre le coronavirus 19. Die Stadt Arivara in der Provinz Ituri im Nordosten der Demokratischen Republik Kongo. In dieser Region an der Grenze zu Uganda leiden rund 40% der Menschen unter akuter Ernährungsunsicherheit. Viele haben eine geschwächte körpereigene Abwehr. Ein großer Teil der Bevölkerung hat nach wie vor keinen Zugang zu sicherem Trinkwasser und Sanitäreinrichtungen. Es treten zahlreiche wasserinduzierte Krankheiten auf, wie Durchfallerkrankungen und Cholera. Immer wieder gibt es Ausbrüche epidemischer Krankheiten. Von 2018 bis 2020 kämpfte die Region mit dem zweitgrößten Ebola-Ausbruch der Welt. Hinzu kommen Masern, Pest, Gelbfieber, West Nile-Fieber und Meningitis. Parizia Sabo lebt mit ihrem Mann im Dorf Ongoyi in der Nähe der Stadt Aru. Vergangenes Jahr kam sie mit Fieber, dicken Lymphknoten und starken Kopfschmerzen ins Krankenhaus. Die Diagnose: Pest. Ich glaube, dass ich mich zu Hause mit der Pest infiziert habe. In der Bananenplantage und in unserem Haus haben wir einige tote Ratten gefunden. Ich habe die Ratten eingesammelt und vergraben. Enge Interaktionen zwischen Mensch, Tier und Umwelt sind ein häufiger Grund für Erkrankungen in der Region. Nagetiere zum Beispiel können Flöhe haben, die Pest übertragen können. Die Bevölkerungsdichte und die Mobilität der Menschen in den Grenzregionen erhöhen das Verbreitungsrisiko bei Ausbruch einer Epidemie. Malteser International ist seit 1996 in der Demokratischen Republik Kongo in der Epidemievorsorge und Bekämpfung engagiert. Um verschiedenen Epidemien schnell und wirkungsvoll begegnen zu können, etablierte die Organisation 2018 in den Provinzen Ituri und Haut-Uele, die an Uganda und Südsudan grenzen, das Projekt Community Communication as Key for Preparedness, Prevention and Response. Das Kernelement des Projekts, in dessen Einzugsgebiet rund 1,3 Millionen Menschen leben, ist die Integration der Bevölkerung. Mit PFIM, der People First Impact Method, einem relativ neuen partizipativen Ansatz, erhalten die Menschen Mitsprache und Mitgestaltung. Il arriverait que l'organisation comme Malteser conçoive ses projets au bureau et vienne avec ses idées dans la communauté. Et ça ne répondrait pas aux problèmes ou aux situations de la communauté. Antoine Mupepe Agamile arbeitet für die Malteser als Kommunikator auf der Straße, an Wasserstellen und bei sogenannten PFIM-Sessions, wie dieser mit einer Frauengruppe in Adi. Im Fokus steht, herauszufinden, was die Gemeinde an Wissen und Erfahrung mitbringt und welche Bedürfnisse sie hat. Die Menschen haben das Wort, ganz ohne Zielvorgaben oder Lenkung von Seiten der Hilfsorganisation. Zusammen mit der Gemeinschaft werden Maßnahmen und Botschaften entwickelt und verbreitet. Mit der Verteilung von Postern und Flyern, der Tür-zu-Tür-Sensibilisierung oder über das Radio. Ein Ergebnis sind eigens produzierte Songs zu Ebola und Covid-19, die per Radio verbreitet werden. Das Radio spielt im Kongo noch immer eine große Rolle. Jede Region hat ihren eigenen Sender im eigenen Dialekt. Antoine gestaltet zusammen mit Menschen aus der Community Sendungen. An diesem Tag ist er bei Radio Simba, das in Arivara und Aru zu empfangen ist. Mit zwei Teilnehmerinnen einer PFIM-Gruppe thematisiert er die Gefahr von Epidemien. Das zweite zentrale Element des Projekts ist ein effizientes Frühwarnsystem, das ebenfalls auf Kommunikation und die Vernetzung in der Dorfgemeinschaft setzt. Freiwillige werden geschult, sodass sie Hinweise auf eine Epidemie erkennen und frühzeitig Maßnahmen ergreifen können.
zum Beispiel Insektizide gegen die Überträger von Pestsprühen. Ich stamme aus dieser Gemeinde und habe gelernt, wie man Insektizide richtig versprüht. Jetzt gehe ich von Haus zu Haus und sprühe. Ich bin sehr dankbar dafür, dass man Dorfbewohnern wie mir diese Arbeit ermöglicht. In diesem wie in allen anderen Bereichen setzen die Malteser auf bestehende Strukturen. Das Projektgebiet umfasst 7 Gesundheitszonen, zu denen jeweils ein Krankenhaus und mehrere Gesundheitszentren gehören, die mit den Dorfgemeinschaften in engem Kontakt stehen. Neben der Kommunikation mit der Bevölkerung sind die Aspekte Vorbereitung, Prävention und Behandlung weitere tragende Säulen des Projekts. Die Gesundheitszonen haben Notfallpläne entwickelt und wurden mit Vorräten zur Erstversorgung beim Ausbruch einer Epidemie ausgestattet. Für eine effiziente Prävention und Kontrolle von Infektionen in den Gesundheitszentren und Krankenhäusern wurden an den Eingängen Stationen eingerichtet, an denen sich die Patienten und Besucher die Hände waschen können und ihre Temperatur gemessen wird. Das Personal wurde unter anderem in Wasserqualitätskontrolle, im Umgang mit Epidemien und in Risikokommunikation geschult und so ausgestattet, dass es die Hygienepraktiken korrekt anwenden kann. Der richtige Umgang mit einem Verdachtsfall oder einem tatsächlich erkrankten Patienten ist elementar. Und so verbesserten die Malteser Isolations- und Behandlungsmöglichkeiten. Sie schufen komplette Isolationseinheiten und trainierten das Personal darin, diese im Fall einer Epidemie innerhalb weniger Tage aufbauen und nutzen zu können. Schon 2019 hat sich das Projekt bewiesen. Als es einen Ebola-Fall in Arivara gab, konnte eine Ausbreitung dank der schnellen Intervention verhindert werden. Auch Jacqueline Minia kam damals mit sehr hohem Fieber und dem Verdacht auf Ebola ins Krankenhaus. Dem Notfallplan entsprechend wurde die 45-Jährige sofort isoliert. Niemand konnte mich besuchen. Man sagte mir, dass meine Kleidung nach dem Aufenthalt in der Isolationseinheit bleiben müsste, dass ich neue Kleidung bekommen würde, wenn es mir besser gehe und ich die Isolation verlassen dürfte. Jacqueline Minia hatte Glück. Sie war nicht an Ebola erkrankt und konnte nach 2 Wochen nach Hause. Dr. Jean-Paul Uvoyo-Ulangi ist die zentrale Person des Projekts. Der 44-Jährige arbeitet seit 10 Jahren für Malteser International. Er ist medizinischer Leiter im Kongo und regionaler Gesundheitsberater. An diesem Tag ist er in Arivara im Einsatz, um Menschen gegen Covid-19 zu impfen. Covid-19 erreichte das Land im Februar 2020. Daher sind die Isolationseinheiten aktuell auf Corona-Patienten vorbereitet und können auch Menschen mit Folgeerkrankungen betreuen. Das Projekt von Malteser International und Dr. Uvoyo-Ulangi wird mit dem Else-Kröner-Fresenius-Preis für medizinische Entwicklungszusammenarbeit 2021 ausgezeichnet, weil es durch die Einbindung der Bevölkerung, große Akzeptanz, schnelle Reaktion und erfolgreiche Umsetzung beim Ausbruch von epidemischen Krankheiten schafft. Es ist umfassend angelegt und kann auf jede Epidemie in jeder Region angewendet werden. Mit dem Preisgeld in Höhe von 100.000 Euro wollen die Malteser das Programm regional und thematisch ausbauen. Mit dem ganzheitlichen Ansatz One Health sollen die Gesundheit von Mensch, Tier und Umwelt sowie ihre Wechselbeziehungen in den Blick genommen werden. Dr. Jean-Paul Uvoyo-Ulangi hat einmal sehr passend zusammengefasst, was seine Motivation und das Herzstück des Projekts sind. Die Leidenschaft, Leben zu retten, die Leidenschaft, Menschen zu helfen und die Vision, dass die Gemeinschaft in guter Gesundheit und in Würde leben kann.